Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Jo, am Ende der letzten Folge, also ich finde das geil, ne? Kurz bevor ich die letzte Folge aufnehmen konnte, hat mir ein Creeper hinten den Twilight-Brunnen weggejagt und mitten in meiner, wie immer viel zu langen Verabschiedung, kam der nächste Creeper angeschlichen und hat mir hier einfach mal einen riesen Krater vor die Bude gerissen. Oh Gott, das ist so hässlich mit diesen Texturen. Ich verstehe das gar nicht. Das hatte ich vor der Neuinstallation nicht. Jetzt ruckelt es zwar nicht mehr so extrem wie früher, aber dafür habe ich das da. Das weiß ich jetzt auch nicht recht, was jetzt besser ist letztlich. Toll, jetzt haben wir nicht mal mehr genug Erde. Autsch, wieso muss ich ausgerechnet da reinfallen? Das ist wieder so typisch. Oh Mann. Okay, wir holen uns jetzt einfach hier ein paar Erdblöcke. Ich habe jetzt. Ah, verdammt, ich hätte mal richtig hinschauen sollen, wie viel ich eigentlich brauche. Egal, jetzt buddeln wir einfach wild drauf los. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil es angebracht ist und überhaupt und weil lol. Genau, weil lol ist immer eine gute Argumentation. Die bringe ich ganz gerne an. Kann keiner was gegen sagen. Das ist fast so wie Chuck Norris. Einfach weil lol. Jo, also wie gesagt, hier schön Krater weg und so, ne? Machen wir den erstmal zu. Und dann können wir uns weiterhin der Güsalernte widmen, weil scheinbar ist ja das doch relativ schwierig, an genug Lovely und Golden Güsal zu kommen. Und die Schokobos, die fressen halt wie die Mähdrescher, ne? Das ist echt abnormal. So, hier machen wir das Torchen wieder hin. Das ist natürlich kaputt. Da müssen wir uns ein neues holen. Ich hoffe, ich habe noch was, sonst müssen wir basteln. Bastelstunde! Yay! Ja, okay. So spannend ist das jetzt auch wieder nicht. Aber egal. Ich muss das ja irgendwie hier, ne, richtig rüberbringen. Deswegen. Yay! So, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man dieses verdammte Zauntor baut. Toll. So lang her, schon wieder vergessen. Geil. So. Was nicht? Jaun. Zaun! Zaun, jetzt haben wir's. Tor. Nee, nicht Rohr. Tor. Was ist ein Zaunrohr, Alter? So, da ist das Zaunrohr, das eigentlich ein Tor ist. Könntest du jetzt mal. Alter, wie ich nicht mal die Tasten treffe. So, Linksstick, Rechtsstick, zwei Reihen, in der Mitte Bretter. Ei, ei, Chef. Also, das da und das da. Dann machen wir das da und das da. So, wie viel brauchen wir? Eins. Bauen wir gleich zwei auf Vorrat. Also zwei insgesamt, eins als Vorrat. Korrekterweise, Alter, formuliert. Genau. Warte mal, ich brauche ja nur eins. Das eine wollte ich doch eigentlich gleich in die Kiste legen. Mann, wie das immer klappt hier. Wunderschön. Zaun haben wir mit. Okay, das wollte ich ja, weil da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Finde ich immer voll frech, wenn die Creeper hier reinbomben, dass dann manche Items dann einfach so plupp weg sind. Wie Lava. Jetzt stellt euch mal vor, wie fies das wäre, wenn ein Creeper explodiert und da, wo er explodiert ist, dann auf einmal überall Lava rumläuft. Das wäre die ultimative Vernichtung. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu laut gesagt. Und ich hoffe, die Creeper haben es nicht gehört. Ich glaube, dann werde ich nicht mehr glücklich mit dem Spiel hier. Dann ist hier Schluss finito aus, Projektende, sofort. Nee, Quatsch, aber besser wäre es trotzdem, wenn das nicht so wäre, wie ich es gerade gesagt habe. So. Wo waren wir stehen geblieben letztes Mal? Ja, also wie gesagt, aufgenommen wie ein Irrer. Selbst Five Nights at Freddy's nochmal ausgepackt, obwohl ich eigentlich nicht mehr wollte. Weil die Resonanz so positiv war und ihr unbedingt das Video haben wolltet, oder das Video sei schon, den Level haben wolltet, die letzte Nacht praktisch, also die Bonusnacht. Ich habe ja eine Weile gesagt, okay, Five Nights at Freddy's, warum heißt das so? Am Anfang habe ich es ja gar nicht gerafft, ne? Wie viele Nächte hat das Spiel eigentlich? Schwierig bei dem Namen, ne? Habe ich erst gesagt, okay, weil es mich einfach angekotzt hat, das Spiel. 5 Nächte bei Five Nights at Freddy's, mehr wird's nicht geben bei mir. Warum sonst heißt das verdammte Spiel so? Ja, okay, die Argumentation ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber das war mal eine Weile lang wirklich mein ehrlicher und geplanter Standpunkt.
Dann habe ich einfach mal abgewartet, bis das Projekt sozusagen ausläuft. Und habe mir einfach mal eure Kommentare alle durchgelesen. Ich habe zwar noch nicht auf alle geantwortet. Habe ich überhaupt schon mal auf einen geantwortet von Five Nights at Freddy's? Keine Ahnung. Wenn nicht, tut's mir leid. Kommt bald, hoffe ich. Aber wie gesagt, es war bis auf ein paar wenige, die halt ehrlich gesagt haben, okay, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das spannendste Projekt. Wegen mir musste nicht. Spiel was anderes, ist auch okay. Ja, okay. Die Sichtweise finde ich eigentlich recht gut. Weil ich denke mal, das ist halt das, was ich immer sage, ne? Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann das auch bitte sagen und nicht nur das, was gut ist. Oder schreiben, deine Videos sind gut und Ende. Ich meine, natürlich dürft ihr das gerne schreiben. Also ich habe da jetzt schon wieder ein paar echt, ja, tolle Kommentare bekommen, wo die Videos mehr oder weniger in den höchsten Tönen gelobt werden und meine Art und Weise, das zu machen, das freut mich wirklich. Also ich bin da immer echt happy, ich grinse mir da immer ein, wenn ich sowas lese. Dann denke ich mir so, ey, yo, geil, irgendwas hast du scheinbar richtig gemacht. Aber wie gesagt, es muss auch die andere Seite geben. Na klar, also im Umkehrschluss ist natürlich ein, Alter, dein Video ist voll scheiße, ey, auch nicht gerade hilfreich. Deswegen finde ich es gut. Wenn es welche unter euch gibt, die auch wirklich sagen, okay, ich finde das jetzt nicht so toll, allerdings, was weiß ich, liegt es am Spiel? Weil einfach nicht so ganz mein Fall. Ich stehe vielleicht lieber eher auf so klassische Survival-Horror-Spiele, wo man eben rumläuft und von Zombies verfolgt wird und von irgendwelchen Freaks à la Outlast. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Das werde ich auch berücksichtigen. Also ich habe ja sowieso nicht vor, Five Nights at Freddy's in nächster Zeit zu spielen. Also den zweiten Teil meine ich damit. Weil das hat mich jetzt schon einiges an Überwindung gekostet, eigentlich die sechste Nacht vom ersten Teil noch zu spielen. Weil überall stand und hieß es dann, oh ja, das ist die schwerste Nacht im ganzen Spiel. Und hier, Bevorious hat sich auch schon kaputt gelacht, als ich gesagt habe, naja, wahrscheinlich werde ich es spielen. Wahrscheinlich wusste der, was mich erwartet. Naja, was soll's. Okay, das war jetzt richtig mies. Ich hau die Stängel ab, bevor sie gewachsen sind. Das ist auch eine Methode. Funktioniert nur nicht. Wer sagt, dass Methoden funktionieren müssen? Ich nicht. Oh mein Gott, ey, ich mache hier wieder Unkraut im Garten. Ja, aber dann denke ich mal, Five Nights at Freddy's das Thema. Die, die es unbedingt sehen wollten. Und gebettelt und gedrängt haben, dass ich auf jeden Fall diese sechste Nacht noch mache. Die haben jetzt das, was sie wollten. Und ich kann dann wenigstens sagen, jawohl, die haben wir auch noch gepackt. Die Bonusnacht. Beziehungsweise angegangen. Ob ich sie gepackt habe? Also ich muss sagen, vom Schwierigkeitsgrad, ehrlich, das ist echt ein Witz. Im Vergleich zur fünften Nacht. Also, wo man in der fünften Nacht schon zum Schwitzen kommt, ist man in der sechsten Nacht eigentlich sofort hinüber. Das ist echt abartig. Und ja, genau. Hat mir einige schöne Folgen gewährt, beschert. Weil, naja, wie gesagt, also es ist wirklich ziemlich abgefuckt, das ganze Spiel überhaupt. Und dann eben der Schwierigkeitsgrad, der nochmal drastisch angekurbelt wurde, dann. Ja, also ich hab's zumindest versucht, mich möglichst gut zu verkaufen. Ob ich's geschafft habe, müsst ihr selber sehen. Mit gut verkaufen meine ich hier immer nicht versagen, aber das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Von daher denke ich mal, ist das nichts Neues für euch. Und ja, somit ist das Ding erstmal durch. Und jetzt ist halt natürlich Spielraum. Da ich mit This War of Mine eben durch bin mit den Aufnahmen und so gesehen wieder nur GTA und Minecraft regelmäßig aufnehmen muss, kann ich mir da jetzt schon in gewisser Weise irgendwie einen Puffer schaffen, dass ich da eben dann wirklich sage ich mal, okay, einmal die Woche nehme ich halt richtig auf, mach dann das Wochenprogramm fertig und dann den Rest von der Woche mache ich entweder gar nichts oder ja, widme mich dann halt so langweiligen Sachen wie der Arbeit oder, keine Ahnung. Weiß nicht, was man eben so macht, ne? Was anderes zocken zum Beispiel. Nee, aber
Da wäre jetzt theoretisch, wenn ich das in den Griff kriege, wieder Luft. Und da habe ich ja gesagt in der letzten Folge schon, könnte es arg werden. Also es könnte nicht arg werden, sondern es könnte arg werden. Aber das kann ganz schön arg werden, je nachdem, wie schwer das Spiel ist. Somit wäre das billige Wortspiel dann auch mal vom Tisch, okay? Und dann gucken wir mal, wie es euch so gefällt. Vor allem auch, wie es mir natürlich gefällt. Ist, denke ich mal, ein kleiner, nicht ganz unwichtiger Punkt. Weil ein Spiel, was mir keinen Spaß macht, dann irgendwie so pseudospaßig rüberzubringen, das ist dann auch nicht so meine Art. Ich könnte es wahrscheinlich theoretisch, aber ich möchte es nicht. Und selbst wenn man sich dann noch so anstrengt und sich so tut und voll lustig und so, ich glaube schon, dass man das auch als Zuschauer selbst ohne Facecam merkt, ob ich das jetzt ernst meine oder ob ich das Spiel wirklich nur spiele, weil ich muss. Ne? Und wenn dann mal ein Spiel wirklich so weit ist, dass man sagt, ich muss das spielen wegen YouTube oder sonstiges, also ich glaube, dann ist es höchste Zeit, das Ding einzustampfen, weil dann ist der Spaß verloren. Und ohne Spaß vom Spieler selber hat auch der Zuschauer wahrscheinlich weniger Spaß, gehe ich mal davon aus. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken, was sich da entwickelt. Auf jeden Fall, ich habe es halt installiert. Ich habe mir mal bei Steam ein paar Videos und Screenshots reingezogen. Das sieht alles sehr, sehr lustig aus, ne? Also wie gesagt, ich will es jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Ich glaube, das ist auch nicht nötig, weil jedes Spiel so ein bisschen seine eigene Note natürlich auch aufdrückt. Gut, es gibt auch billige Kopien davon abgesehen, aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht. Und was ich so bisher gesehen habe, ist recht gut. Also es könnte so ein Spiel à la Forest schon werden. Mit einem gewissen Potenzial zum absoluten Wahnsinn. Nee. Ich werde es mir mal anschauen und eventuell dann wirklich mal so eine Folge machen. Und wenn es erstmal nur eine ist, dann könnt ihr eure Meinung raushauen. Gefällt euch das oder gefällt euch das nicht? Und dann hat sich das Thema. Wenn es euch nicht gefällt oder wenn es mir nicht gefällt, natürlich auch, dann ist sowieso erledigt. Ansonsten könnt ihr mir dann eure Meinung kundtun. Aber wie gesagt, also anhand des Screenshots, das, was ich bisher gesehen habe, ist echt cool. Ja, dann Bevorious hat mich dann noch irgendwie versucht, keine Ahnung. Also, naja, was heißt, er hat es nicht versucht. Ja, ich war letztens mit ihm im TS, als er mit jemandem dann zusammen Terraria gespielt hat. Und dann, ja, hat sich das halt so ergeben, dass ich auf einmal neugierig geworden bin und mir das mal so angeschaut habe. Aber ob da mal irgendwas entsteht. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich will es nicht 100% ausschließen, aber ich will halt auch nicht 100% sagen, jawohl, Terraria is the way to go, ey. Von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich versuche jetzt auch möglichst keine Versprechungen mehr zu machen, die ich nicht 100% halten kann. Da würde ich dann in der nächsten Folge einfach mal auf das Thema mal so eingehen. Was bedeutet ein Versprechen denn heutzutage noch? Das mag jetzt im kleineren Rahmen sein, aber auch das ist mir wichtig. Also, ne, bei mir ist das Motto, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, eigentlich Programm. Wenn ich was 100% verspreche, dann wird es auch 100% so passieren. Zumindest tue ich alles in meiner Macht Stehende immer, um das dann umzusetzen. Klar, es gibt gewisse Umstände, die das Ganze dann vielleicht unmöglich machen, wenn man was versprochen hat, aber darauf geht's. Darauf kommt es nicht an. Also der Wille zählt, sagt man immer. Und wenn ich was verspreche, dann will ich auch, dass ich das so präsentieren kann. So, jetzt haben wir keine Knochen mehr. Herzlichen Glückwunsch. Höchstens in der Magiekiste oben vielleicht noch. Manchmal schmeiße ich auch so im Vorbeilaufen irgendwo was rein. Ist wohl hier nicht der Fall. Jetzt guckt man noch in die Magietruhe. Da haben wir noch 26 Knochen, gar nicht mal so viel. Da haben wir 0, das ist noch schlechter. Okay, dann machen wir das gleich mal zu Knochen. Ups, ja klar, wenn ich die Kiste auf habe, kann ich hier nicht mit Quick-Slot-Dings da herstellen. Warte mal, wo ist es denn hier? Perfekt. Ja, okay. In der nächsten Folge werde ich dann noch ein bisschen weiter ernten und dann. Was machst du denn hier? Hallo? Das ist vielleicht mein Schlafzimmer hier. Raus! So. Genau, in der nächsten Folge werde ich dann das, was ich gerade angedeutet habe, noch mal ein bisschen ansprechen und dann gucken wir mal,
Meinungen, wie gesagt, immer gern gesehen, gern gehört. Würde mich freuen, wenn ihr das Video auch teilen könntet, wenn ihr gerade die neuen Leute, wenn ihr sagt, okay, das ist ganz cool, was du da machst. Auch wenn ich mich mal ernsthaft frage, ob das ernst gemeint ist, wenn das jemand schreibt. Weil wenn ich mir meine Videos manchmal so im Nachhinein angucke, dann ja, bewegt sich die Stirn meistens rasant auf die Tischplatte zu. Und dann hört man ein dumpfes Klonk, Bonk, Röms. Und dann brummt der Schädel. Nee. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr Leute habt, die auch so an Gaming interessiert sind und irgendwie total einander Waffel haben, weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass man es mit mir aushält, dann teilt dieses Video, weil ganz einfach YouTube oder generell Videos leben davon, dass das so praktiziert wird. Und ja, da nimmt man natürlich jede Hilfe, die man kriegen kann, ne? Und da kommen halt dann immer die Abonnenten so ein bisschen mit ins Spiel. Ich meine, ich kann ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die machen das. Werde ich in der nächsten Folge nochmal drauf ansprechen, wenn ich dazu komme. Muss mal gucken, dass ich die Themen jetzt nicht durcheinander hau. Wo kommt das Skelett her? Was soll das? Es ist helllichter Tag. Im Schatten des Baumes versteckt es sich. Wie nett. Und jetzt haben wir gleich wieder einen Flecken produziert, irgendwas kaputt gemacht. Ja gut, wir sind kurz abgehoben. Also spielmechanisch gesehen völlig korrekt, dass da jetzt kaputt ist. Egal. Lasst was gut sein für heute. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wie gesagt, kommentieren, Däumchen hoch und eventuell teilen. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Weil ihr es könnt, würde ich sagen. Also macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Wieder bis morgen und tschüss.